Hallo, ich bin Prini von Capris Kreativblog und Carmen hat heute Geburtstag. Es ist wieder ein Jahr rum seit dem letzten Geburtstag, ist klar. Letztes Jahr gab es von mir ja ein Rezept zum Nachbacken und heute gibt es mal ein Rezept, eine Anleitung zum Nachbasteln. Ja, was habe ich gebastelt? Ich habe eine Box gemacht, eine Überraschungsbox, eine Geschenkbox. Carmen macht ja auch sehr viele und ich habe sowas hier gemacht. Für die Geschenkbox brauchen wir einmal ein Designpapier in den Maßen 18x27 cm, noch ein kleines Designpapier, das ist fürs Innenleben, wo dann die Karte reinkommt. Das ist 13x11,5 cm, dann brauchen wir noch eine Schere, ein Lineal, Kleber, ich habe jetzt leider nur so ein bisschen dickeres, doppelseitiges Klebeband, eine Stanze, ja, und einen Bleistift. Ich möchte euch zeigen, wie ihr sowas ohne Falzbrett hinbekommt. Das ist gar nicht so schwer. Mit Schere geht das auch ganz gut. Man braucht nicht mal unbedingt ein Falzbein. Dafür reicht, wie gesagt, eine Schere und ein Lineal. Wir zeichnen uns hier jetzt zwei Linien ein. Einmal bei 3 cm und hier hinten bei 15. Okay, und jetzt brauchen wir es gleich so. Und da zeichnen wir uns jetzt 4 Linien ein bei 3 cm. Dann bei 12, bei 15 und dann nochmal bei 24 cm. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob das zu sehen ist, aber wir haben jetzt hier Linien, hier eine Linie, hier sind zwei und hier ist noch eine. Und da schneiden wir jetzt die zwei ein, die hier an den Seiten. Und dann nochmal die hier. Da muss man halt aufpassen, dass man wirklich nur die hier anschneidet und die hier unten, die Seiten. Ja, und jetzt ist die Frage, ne? Ohne Falzbein, wie kriegt man dann jetzt eigentlich das hin, ohne, weil jetzt, wenn ich so falte, knickt das hier ab. Da gibt es einen ganz einfachen Trick, mache ich schon seit Ewigkeiten so. Ich nehme mir einfach ein Lineal und die spitzere Seite von der Schere, lege das mir an und ziehe mir das hier einfach ein bisschen fest. So, wenn ich das jetzt umknicke, habe ich eine perfekte Kante, ohne dass irgendwas einreißt. Genau, und wenn ich das jetzt hier mit dem anderen mache, lässt es auch perfekt nachfalten. So, und so machen wir das jetzt mit dem Rest. So, und jetzt geht es eigentlich noch darum, diese Teile anzukleben. Tun wir das erstmal zur Seite. Jetzt nehmen wir uns unser kleines Papier, das 11,5x13 ist. Und da drehen wir das auf die lange Seite, auf die 13 cm. Und müssen da auch nochmal zwei Linien einzeichnen, einmal bei 5 und einmal bei 8 cm. Und wir brauchen ja noch den Teil, also hier kommt dann hier rein, hier vorne in die, kommt dann der Gutschein rein. Und da müssen wir dann nochmal einen halben Zentimeter nach oben. Mir jetzt hier den Schlitz rein, das ist dann der für die Gutschein. Und jetzt kommt unsere Stanze ins Spiel. Dazu falte ich mir das Papier jetzt erstmal so. Ich habe mir jetzt hier die Mitte angezeichnet und hier ist es so, ich möchte von der Schleife nur den oberen Teil und nicht unten die Schleifenenden haben. Deswegen versuche ich das ein bisschen anzupassen, dass ich trotzdem aber auf die Mitte komme. Und wie ihr seht, haben wir dann hier unser kleiner Schmetterling, je nachdem, und jetzt schneide ich mir den Teil hier drin raus. Ja, wenn das Paket jemand aufmacht, sieht es dann so hier aus.
Und vor allem, es hält hier eigentlich auch perfekt von alleine und dann könnt ihr hier oben hin noch super eine Nachricht hinschreiben. Ich habe da auch schon mal was vorbereitet. Will ich dann habe ich hier herzlichen Glückwunsch und werde hier noch da was draus machen.